Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Agrarian Skies. Wieder mit dabei ist der André. Moin. Ich glaube, moin hast du heute mindestens schon 20 Mal gesagt. Ja, weil wir schon etliche Folgen angefangen haben. Ja, wir sind plus ein bisschen die Vorproduzieren. Verkackten. Genau. Hust, hust. Nein, wir haben gar keine Folgen verkackt, sowas gibt's bei uns nicht, sowas nein. Kann nicht sein, nein. Wir haben heute nicht dreimal angefangen, das Projekt. Haben wir nicht, nein, niemals. Zieh mal ein bisschen schon mal raus. Ist schon scheiße, wenn die Technik streikt, ne? Wenn man essen muss mittendrin. Upsi. Ups. Ich hab gleich 1,5 Stacks Keys. Das okay, wird gleich lustig, das gleich alles zu verarbeiten. Ich mache jetzt aber den Steinhammer mache ich komplett weg. Dann haben wir irgendwie so 2 oder 2,5 Stacks Kies gleich. Gut, dass ich nicht aufnehme. Gut, dass ich aufnehme. Muss ich mir jetzt auch noch wieder am Kies verarbeiten. Zeugs. Tun die dann aber unten in die Kiste oder ja, da in die Kisten rein und so. Mal schauen. Oder ich mach's auch, glaube ich, schon komplett weg. Was soll's. Ja, wenn du gerade nicht kannst, packst du wieder in eine Kiste. Dann gucke ich gleich mal. So, zweites Deck ist voll. Nice. Ich habe halt keinen Hammer mehr. No. Ja, meiner ist auch gleich weg. Aber dafür haben wir genug anderen Stuff. Kannst ja auch, wenn du willst, noch ein bisschen Kabel oder so mitbringen, so 5 oder 10 oder so. Damit wir ein bisschen ja, Lava das kann ich gleich auch noch tun. Das ist kaputt. Ich gegangen. Hab. Ja, das war mein Hammer. Ich habe jetzt 2 Stacks und 19. 29 so. Nice. Das ist fast 2,5 Stacks. Gut geschätzt. Läuft. Achso, ist mit der Spitzhacke fliegt der Kabel immer in der Lava. Sieht doch echt merkwürdig aus, wie das Zeug da durch das Sieb gedrückt wird. Was ist mit den Partikeln da drunter, oder wie? Minecraft-Style, ne? Schon ganz geil, eigentlich. Ach komm. Hau uns raus. Los, schneller. Schneller, Chefe. You can only sleep at night. Sag nicht sowas. Ach man, der ist zu viel. Gut, dass wir wenigstens 2 Siebe haben. Ja, reicht an Kabel. Wieso? Ich hab erst 25. Reicht locker. So viel Lava können wir nicht machen. Brauchen wir auch nicht machen. Der war nach fast, ich glaube 2 Tonnen war der schon halb voll oder so. Nach 2 Tonnen, hä? Nach 2 mal, also 8 Kabelstunden war der halb voll. Nicht mal 8 braucht der, um ganz voll zu kommen. Oder meinst du jetzt den anderen, den Tank? Den Tank. Den Lavatank. Den Tank. Achso. Ich dachte, du meinst jetzt den großen. Nee. Der große braucht nämlich irgendwie 5, dann ist der komplett voll, der Produzierer. Ja, klar. Know, ja, jetzt haben wir noch 44 Kabel noch hier liegen. Es dauert und dauert. Ich bin schon aber wenigstens auf 6 und 5. Mhm. Bin ich schon mal fast durch. Sehr schön. Auf der Karte sieht das auch einfach göttlich aus, ey. Unsere Insel ja. So. Passt doch. So eine schöne Insel auf einmal. Limestone.
Du willst nicht wissen, wie das bei mir bei Sky Factory das Ding aussieht. Nee, Eine riesige das viereckige Holzstufenplattform. Sehr schön. Was anderes hast du aber da bei dem Modpack nicht. Brauchen wir den Flint eigentlich in der Kiste? Warum nicht in der? Umgepackt. Weil wir irgendwann mal angefangen haben, das in der Mitte anzusammeln und ich hab's immer damit reingeworfen. Mhm. Man kann eigentlich auch bei den Rohstoffen oben mit rein. Weil wir eh so viel kriegen. Aber hier ist auch Glowstone-Tabs drin gewesen im Dings. Ja. Ja, weil ich die da reingepackt habe, weil bloß mehr zu Rohstoffen gehört. Hier war Glowstone und nicht Glowstone-Panel. Ah, egal. Geben die Licht, kann man die als Lichtquelle nutzen? Ich glaube ja. So. Zack, das. Wir haben alles davon mitnehmen. Alter, das ist so viel schon wieder, ne? Also viel ist gut. Ich sehe fast nichts raus. Ich glaube, in der Schmelt-TV ist noch was drin, ne? Also ne, einfach irgendwas Wahres reinwerfen. Ja, ich weiß, das habe ich da extra nochmal nach. Ich habe sogar nachgefüllt gehabt. Chopper hatte ich schon rausgezogen. Na gut. Iron, oh. 6 Iron. Erz oder Burgen? Erz. Das ist gut. Ich habe auch schon wieder 9 Brocken. Aber ich habe ja noch 2 Stacks Keys. Spaß. Was, ein halbes Stack habe ich schon durchgeballert. Wir brauchen unbedingt die Aktionen Activator. Wow. Soll man nicht einfach alles reinschmeißen? Gucken, was ich finde und was nicht. Wir werden das andere Zeug auch hinterher irgendwann mal brauchen. Ja, dann toll, dann hast du 3 verschiedene nachher und weiß nicht, was sich mit was jetzt gemischt hat. Dann schmeiß ich einfach mal Iron und Platin rein. Iron würde ich vielleicht nicht damit probieren, weil das ist das, was wir momentan am meisten brauchen. Ja, Platin wird sich eh nicht mit Iron vermischen, nie im Leben. Platin vermischt sich mit nichts. Da, du weißt, ne? Minecraft-Logik. Platin vermischt sich mit nix. Ja, das sagst du jetzt. Hab's gesagt und weiß ich auch. Das war das Schmelte-Wie-Buch, oder nicht? Stimmt, ne? Könnt ihr mir nachgucken. Da müsste es doch drin stehen. Wo sind unsere Bücher hin? Werkzeugtruhe. Ah. Ich hab mal aufgeräumt. Mighty Smelting, da. Ne, das ist auf jeden Fall nicht, wo es drin steht. Schade. Was ich vermischen kann und so. Da. Bronze, Kupfer und Tin vermischt sich. Aluminium und Kupfer vermischt sich. Kobalt und Adit. Aluminium, Iron und Obsidian. Iron, Blut und Emerald. Okay. Na, versteht nicht. Ich habe gleich 1,5 Stacks Kies durchgeschmissen, durchgesiebt. Yay. Sehr schön. Ich habe schon 21 Brocken Iron. Ja, sind schon mal wieder 5 neue. Ich will nicht wissen, was ich sonst noch alles im Inventar habe. Ich hole gleich Tee raus und klebe meine Maustaste fest. Das Ding buggt aber manchmal, ne? Was? Die Schmelterbi? Ja, die Schmelterbi, ja. Ich hab ihn einfach rausgefüllt. Einfach ohne, dass er mir Barren gegeben hat oder so. Wie viel Eimer war denn da drin, ne? 8? 8 Barren habe ich jetzt, nice. Ja, wenn du 4 Erz reintust, kriegst du 8 Barren raus. Ist das Doppelte. Ja klar, stimmt ja. Hast ja recht. Ja, logisch. Das ist aber auch extrem gut, dass wir jetzt das Doppelte kriegen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie ein Pulverizer geht. Brauchen halt dann auch Strom. Was ist das denn? Rot? Wir werden bei vielen später Strom brauchen. Oder war noch irgendwas anderes mit drin? Hupsala.
Strom wird nochmal richtig, richtig heftig. Aber Strom kriegen wir auch. Nein, das dann, das da, das wieder da rein, danke. Wir machen erstmal die autonomen Aktivator. Vielleicht brauchen die ja gar keinen Strom. Die Vielleicht brauchen ist das eine Strom. ältere Variante. Nein, die brauchen Strom. Aber können wir mal gucken. Das Komische ist, der Akkumulator braucht eigentlich keinen Strom. Das könnte sogar sein, irgendwie. Ja, weil das ist eine alte Version, wo die keinen Strom brauchen. Möglich, möglich. Hoffen wir's. Ansonsten müssen wir noch einen Generator basteln. Wird lustig. Wird teuer. Ich Aber habe schon 10 Eisen habe 28 ich. Broken Iron, ne? Nice. 29. Ich habe jetzt Oh, 12 Eisen da. ich hab noch ein halbes Stack. Komm auf gut Glück. Das, das, das da rein. So, Barren, Barren, Barren. Dann gucke ich mal, ob ich schon mal was craften kann. Und zum Beispiel mit Muss auch Akkumulösen. Zinnzahnräder und sowas dafür, ne? Fehlen Akkumulösen Akkumulator. Gucken, wie Also ein viel der halbes Stack. autonome Broken Akkumulator Iron, ne? kostet. Okay, nice. Woher kriegen wir bitte Smaragde? Aus Sand oder aus Dust? Wir brauchen Smaragde. Hör auf mit Kies. Wir brauchen Smaragde. Aber. Und zwei Diamanten. Der autonome Aktivator kostet zwei Smaragde und zwei Diamanten. Und Invar. Alter. Ist das Ding teuer? Einen Hammer hattest du nicht mehr, ne? Nein. Doch, durch Kies kriegt man Smaragde. Echt perfekt. So wie auch Diamanten, aber mit 1% Wahrscheinlichkeit. Okay, und bei Sand ist es mehr, oder wie? Weiß ich nicht. Nee, Sand ist gar nicht. Okay, aber Ich wieso haben wir hab. denn noch keinen nie Smaragd gesehen? Weiß ich nicht. Wir haben auch schon 5 Diamanten. Aber wenn du jetzt mal. Ivan hat 20% bei Kies. Droprate. Aber wenn du mal einfach mal Smaragd suchst, dann kannst du ja gucken, wie du den herstellst. Und dann musst du durchgucken, bis du beim Sieve bist. Und das ist nur Kies. Und Okay. da steht bei 1% Drop-Chance. Und ich habe schon mehr als 100 durchgeballert. Aber wir haben ja auch schon Diamanten gekriegt. Dann hätten wir auch schon Smaragde haben müssen. Stimmt, Gravel. Da müssen wir viel Kies sieben. Wir könnten jetzt schon Smaragd die Bienen kostet der. anfangen, aber die Bienen würde ich nicht mit anfangen. Wieso? Damit kann man auch Smaragde herstellen, mit den Bienen. Aber. Die sind teuer. Die sind halt, das ist halt ein Mod, womit man sich noch so gar nicht beschäftigt hat. Null nada. Ah ja. Ich habe gleich meine 2,5 Stacks durch. Yay. Yay, ich brauch schon wieder neuen. Danke. Motivation. So, Motivation. ich habe jetzt 34 Broken Iron. So viel zum Thema 20% Wurfchance, ne? Ich habe nicht mal ein Dia gekriegt bei 2,5 Stacks. Lol. Aber an dieser Stelle sage ich jetzt wieder danke fürs Zuschauen, lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein bei Minecraft Agrarian Skies. Ciao, ciao. Ciao.